Wir haben einen wunderbaren Gast heute Abend, der jetzt auch noch tolle Rockmusik macht und dazu sogar Musikvideos dreht. Und das in Zeiten der Krise der Musikindustrie. Das muss man sich mal vorstellen. Und so toll sieht das Ganze dann auch noch aus. Der Sohn von einem der berühmtesten deutschen Schauspieler und selber inzwischen ein profilierter Star und Sänger. Sein Bruder ist bekannt, seine ganze Familie ist eigentlich prominent und erfolgreich. Ich begrüße mit mir den einzigartigen Wilson González Ochsenknecht. Das sind sie, die jungen Männer von heute. Willst du was trinken? Ich habe einen billigen Sekt. Ja, den gerne. Oder? Billig, chillig. In deinem Alter kriegt man doch noch keine Kopfschmerzen, oder? Nee, noch nicht. Ich krieg schon beim Aufmachen mal Kopfschmerzen. Ich bin geübt mittlerweile. Ja? Es ging mit 12 los. Ah ja, klar. Schauspielerfamilie ja, halt, ne? Hat sich denn dein Vater da nicht beschwert, dass du die Sachen wegtrinkst? Nein, weil wir hatten ja genügend zu Hause und klar. Hat sich das von alleine ergeben. Ich habe mal das Gerücht gehört, dass dein Vater auf Elternabenden immer allen die Weinbrandbohnen weggegessen hat. Ja, natürlich. Als Schauspieler ist sowas normal, dass man das macht. Meine Mutter ist keine Schauspielerin, aber die hat das auch immer gemacht. Sehr lustig. Ja, wahrscheinlich hat sie einen falschen Job dann gemacht. Oder ja, vielleicht war sie doch Schauspielerin, weil sie hat auch immer so behauptet, sie würde mich lieben. Naja, ja, aber war sie schlechte Schauspielerin, hat ihr keiner geglaubt. Nee. Deine Mutter ist auch Schauspielerin, ne, eigentlich? Ist sie? Geht das eigentlich auch auf hier? Oder ist das so ein Geduldsspiel? Ich meine, wenn du schon ein Sekt für 1,50 mit... Soll ich helfen? Ja, bitte. Ausnahmsweise. So. Oh, Mann. Das ist aber in deinem Alter normal. Kaum fasst man es an, schon kommt es raus, ne? Oh. Ich bin gerade so nervös, weißt du? Ich hab mir gerade nur Hunger. Ich hatte damals bei uns in der Grundschule den Spitznamen Sekundenkleber. Der will irgendwie nicht. Willst du ein bisschen Eis? Der war zu billig wahrscheinlich. Meinst du? Zu billig gibt's doch gar nicht. Du hast auch gerade einen Film gedreht, ne? Ja. Ups, und zwar? Nach Wilde Kerle? Ich bin von den wilden Kerlen zu den frechen Mädchen gegangen. Ich hab's weit gebracht. Was hat mehr Spaß gemacht? Ja, Wilde Kerle, weil immer Party jeden Tag und so mit den Jungs. Und bei Freche Mädchen hatte ich ja nur 10 Drehtage. Es war einfach eine kleine Gastrolle. Hast du versucht, die Schauspielerinnen, Kolleginnen ein bisschen... Nö, die sind mir also sind auch noch jung und knackig. Ist nicht dein Ding, jung und knackig? Nee, ja. Nicht wirklich. Aber ich krieg's nicht auf. Das kennst du von zu Hause halt nicht. Guck so. Mal Julia, hilf mir mal! Julia, du musst mir mal helfen! Kriegst du das mit deinen langen Pornonägeln auf? Komm, Christa, da nickt doch nichts Längliches, wo du es nicht rauskriegst. Das ist schon voll sauber, hier. Hier, genau, versuch mal. Ich zahle dir auch neu, wenn die abbrechen. Vorsicht. Ah, das sieht gut aus. Ey, ey, ey. Tat schon weh? Ich halte es schön fest. Das geht nicht. Geht's feucht? Mit den Zähnen. Gibt's auch. Naja. Wie soll ich denn den Talk machen ohne Alkohol? Wir können auch das Eis trinken. Wir können ja einfach Wasser trinken. Magst du Fidschi-Wasser? Haben wir noch letzte Woche, hat mir einen Kai mitgebracht. Ja, gerne. So. Besser als gar nichts. Besser, ja. Sitzen sonst kann man sich ja vorstellen, als wenn wir schön aus Sektgläsern, bisschen so wie auf dem Kindergeburtstag. Herrlich. Und dann, aber Wilde Kerle machst du mit deinem Bruder zusammen, ne? Ich habe nur bis zum vierten Teil mitgemacht und auf dem fünften Teil hatte ich keinen Bock mehr. Das war mir dann zu viel Wilde Kerle, weil ich habe dann irgendwie diverse Weihnachtsnachrichten gekriegt von allen Darstellern. Wilder Weihnachten wünschen dir oder Wilde Oster, das war mir dann irgendwie zu viel. Und dann zu blöd, gesagt, ja? Wilder Oster wünschen dir, Knickknack, leg doch mal ein gutes Wort beim Casting für mich ein. So, ja, das nächste Mal bei Wilde Kerle 20 oder so, wenn wir Wilde dann Opas in Rente gehen. Das ist jetzt hier so ein kurzer Erfolg, schön in der Bravo, aber dann? Und dann ist weg schon wieder, wer hoch fliegt, fällt tief. Genau, deswegen ist mir nie was passiert. hast hast du, aber ihr seid in der Bravo große Stars, ja, oder? Ist das auf der ja, mein Bruder München, ist ne? mehr. Ja? Also mein Bruder ist ja so der deutsche Jimmy Blue und so. Und aber fallen da ein paar für dich ab?
Nein, also durch die Musik habe ich mittlerweile auch ein älteres Publikum irgendwie gekriegt. Und das ist auch ganz cool so. Und ist es manchmal so, dass ein Mädchen über dich an deinen Bruder rankommen will? Ja. Stört dich das oder ist dir scheißegal? Ist mir scheißegal, weil die sind eh alle noch so jung. Weißt du? Du fängst mit denen auch nichts an und nichts. Nö, hätte ich jetzt auch nicht vor. Nee, alles klar. Also du bist wahrscheinlich ein bisschen der, sag mal, weniger Promiske von euch beiden Brüdern. Ja, das macht schon Jimmy. Der nimmt immer die ganzen Mädels auf die Hotelzimmer mit auf Tour und so. Verstehe. Und wissen eure Eltern das? Natürlich. Der Jimmy. Also Jimmy ist ja noch nicht 18 und so und da ist die Mutti auch noch ab und zu dabei. Du musst Händchen halten. Nicht auf dem Hotelzimmer, aber. Cheers. Das heißt, es wird automatisch immer ein Dreier, ja? Wie man es nimmt. Ja. Habt ihr denn so einen Generationenkampf zu Hause? Nee, überhaupt. Ja, nee, geht ja gar nicht. Er macht ja Hip-Hop und ist. Aber ich meine zwischen deinem Vater und dir, wegen Schauspielerei. Zwischen meinem Vater und mir? Nee. Ich meine, er kann die Leute spielen, die in Rente gehen und ich halt noch nicht. Und von da passt es. Er hat den festen Job im Tatort als Leiche. Ja. Yeah. Und du bist ja noch, hast ja noch Puls, ne? Ich spiele dann, wenn er in den jungen Jahren noch war. Halt. Also Filme von vor 1940. Ja. Nehme ich zurück, war nur ein Spaß. Kein Problemchen. Ich wollte jetzt mal so einen kleinen Kampf der Generation zwischen uns machen, weil du bist 18, ich bin 35, du bist ungefähr halb so alt wie ich, doppelt so erfolgreich. Du könntest auch mein Vater fast sein, oder wie? Ja, stimmt. Mit 15 habe ich das erste Mal, also meine erste Ladung ging auf meine Swatch-Uhr. Die ist nicht schwanger geworden. Ja, verstehe ich. Die eine hatte mal so eine Augenhöhlenschwangerschaft. Und die andere war eine Arschgeburt. Ein sympathischer junger Mann. Zwillinge. So wie bei, wie hieß sie nochmal hier, die Sängerin? Mit Jennifer. Genau, Jennifer Fettarsch. Mitch. Nee. Also wir haben hier so einen kleinen Kampf der Generation. Mhm. Und dazu bitte ich im hier Trinken, zu uns, ja, im Trinken jetzt ja nicht, wir kriegen ja nicht mal die Flasche auf. Ja. Ja, ist ja so blöd, die Flasche aufzukriegen, die Anfänger-Alkoholiker. Wir haben hier zwei Playmates und drei Models und Julia. Und was wir mit denen vorhaben, erkläre ich dir gleich. Herzlich willkommen!